Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Witcher 3. Wir haben das letzte Mal hier diesen Short abgeschlachtet. Und holen uns heute die Belohnung ab. Ja gut, ich muss jetzt nicht rumrennen hier, um Monster-Scheiß einzusammeln. Ja, es war ziemlich erfolgreich. Beim ersten Versuch bin ich draufgegangen. Lag aber daran, dass ich zweimal nicht ausweichen konnte. Da hat das Spiel einfach gesagt, nö. Beim zweiten Mal habe ich stellenweise zu viel gewollt. Aber es hat funktioniert. Und jetzt holen wir uns die Belohnung ab. Hallo, Herr Jägersmann. Was denn? Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short? Ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Danke. Pass auf dich auf. Und wie viel haben wir? Also erstmal ein Level Up, das habe ich gerade schon gesehen oben links. Ich wüsste gerne... Ach, hier oben. An... Ja, fast 200. 193, passt. Das passt. Genau. Kann man hier noch mal reinskillen? Nö, schade. Ups. Hier wie da. Mach mal die Öle ein bisschen stärker. So, Quests. Hexeraufträge. Versuchen wir das hier nochmal. Das Rätsel der Morde von Kleinweg. Vielleicht können dann auch die Leute nach Kleinweg zurück irgendwann. Okay, da unten ist Kleinweg, da soll ich die Ecke mal wahrscheinlich töten. Das heißt, hier oben ist der Kommandant, mit dem ich reden kann. Also, hoffentlich. Ja, Soldaten. Ich hab dich schon in Wüsima gesehen. Ah, du bist der Kommandant. Was führt dich her? Ich habe eure Nachricht gelesen. Wer kann mir etwas über das Monster erzählen? Ja, ich. Eine Patrouille ist verschwunden, irgendwo am Südufer des Sturmsees. Wir wollen wissen, warum. Warum sollte das Arbeit für einen Hexer sein? Südlich von hier leben ein paar Ziegelmacher. Im Dorf Kleinweg. Jetzt ist es fast leer. Viele haben es verlassen. Sie erzählen von einem mordenden Monster. Dort treiben sich keine Redanier rum, das wäre dumm. Und Räuber greifen keine Kaiserlichen an. Das wäre noch dümmer. Also bleibt nur eines. Ein Monster. Ich bin zufällig in Kleinweg gewesen. Eure Patrouille auch. Ja. Und was ist mit den Männern? Sie sind alle tot. Jetzt treiben sich dort viele Ghule rum. Angelockt vom Leichengestank. Ich würde nicht dorthin gehen. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Cool. Barbaren. Ich kriege Geld und Erfahrungspunkte und darf das Monster trotzdem noch töten.
fühlt sich an wie eine doppelte Belohnung für mich. Gibt's hier einen Händler oder so? Ein Rüstungsschmiedetisch. Kann ich bei dir irgendwie Plunder verkaufen? Was stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Wieso, hast du deine Frau mitgebracht oder was? Barbaren! Schieb ab! Ich kann dir auch aufs Maul hauen, wenn du das so unbedingt möchtest. Na dann, auf nach Kleinweg. Ekema ist... ein Untoter oder ist es ein Geist? Human Short Waldschrat. Ekema ist ein Vampir. Teufelsbovist, Vampiröl und Igni. Habe ich Vampiröl? Teufelsbovist, habe ich die Bombe? Drachentraum. Auch nicht unbedingt schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Was wollte ich mir... Auch nicht schlecht. So, ablegen. Ey, irgendwas wollte ich hier gerade im Inventar doch machen. Vampiröl habe ich aufgetragen. Wahrscheinlich habe ich nach der... bei dem Thema. So. Ach, ich erinnere mich. Hatte mich neulich schon gewundert, ob ich die Quest hier schon mal fertig gemacht habe oder nicht. Ja, offensichtlich nicht. Weil ich weiß, ich habe hier, als ich es versucht habe, mörderisch auf den Sack gekriegt. Genau, ich wollte in der Alchemie gucken, ob ich mir hier Geisteröl herstellen kann. Vampir, nicht Geister. Ah, Vampir, habe ich ja drauf. Erledigt. Das Rätsel der Morde von Kleinweg. Erledigt. Ich sehe mich hier nochmal kurz um. Habe ich da ein Rezept für besseres Konstruktöl gefunden?
Habe ich das gerade richtig gesehen? Da geht es theoretisch raus. Kann ich hier vorne auch raus? Oder rein? Nee. Na, wo geht's hier rein? Da. Gute Götter, er lebt! Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du genau. Dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Es geht auch ein bisschen freundlicher. Ah, furchtloser Vampirjäger. Erledige den Sarastri-Auftrag. Quest abgeschlossen. So, kurz eine Stunde meditieren, weil es mir doch trotzdem ein bisschen auf den Sack gehauen hat. Speichern. Und dann. Naja, Bestie von Ehrendorf mit 25 ist vielleicht noch ein bisschen doll. Okay. Novigrad, das ist da alles im Norden, ne? Bei der Stadt. Ja. Hier oben. Ich würde tatsächlich die Quest verfolgen. Und zwischendrin irgendwann mal so eine Kämpferrunde einlegen. Wo ich mich dann hinporte und dann... die Orte erkunde. Ja, wir haben jetzt einige Nebenquests abgeschlossen, soweit wie es gut geht. Wir sind Stufe 13, ich möchte nicht eine Stufe 25 Quest machen. Kennst du den Preis für ihre Hilfe? Blut und Albträume. Wieso wird mir der Weg runter angezeigt, wenn der Weg hoch, der nach Novigrad ist? Wenn du nochmal auf meine Schuhe rotzt, steche ich dich ab. Du kannst passieren. Du kannst passieren. Wow, die Brückenidee ist ja gar nicht dumm. Die haben hier Boote mit Brettern zusammengenagelt und da eine Brücke draus gebaut. Das ist eine richtig gute Idee. Und so wie es aussieht, kann die auch geschwenkt werden. Das hier sieht aus wie ein Schwenkrad. Wird hier hinten dann einfach, falls sie hier befestigt ist, abgemacht und dann aufgeschwenkt. Wow, das ist tatsächlich eine richtig gute Idee, finde ich. Ich glaube, wäre ich Architekt gewesen, ich wäre auf jede Idee gekommen, um eine Brücke zu errichten, aber nicht diese. Bin ich eigentlich blöd? Viech! Komm her, Arschgeweih. Warum ist Axi ausgerüstet? Ich hatte gerade noch Igni. Komm nur. Hey ho. Was?
verlieren wir die Nerven. Gut. Waren hier noch mehr Banditen? Tatsache. Ups. Als ob ich den... Jetzt schon. Jetzt ist zu spät. Burg Drahim. Gibt's hier was? Kann ich hier was looten? Nö. Das ist nur ein Schnellreisepunkt. Okay. Klopf, klopf. Du solltest nicht runterklettern, du sollst hier oben looten. So, erst nach oben looten, dann nach unten looten. So kriegen wir nämlich schöne Schemata. Ah, springen ist abspringen. Okay. Ich dachte, springen ist so Sprungklettern im Prinzip. Aber nein, gut. Hübsch hier. Finde die Befestigung hier schön. Basilisken, absolut. Prinz Adrians Tagebuch. Sammle die Rezepte für 6 verschiedene Bombentypen. Auch gut. Prinz Adrians Tagebuch. Kian war toll. Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfenschemas mit Professor Gloga irgendwo in den Ruinen von Estayer verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären, doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kians Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estayer lebend verlassen würde. Und ihr bildet recht. Umso trauriger, dass Kian mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an irgendwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisan beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Ich hätte es gemacht. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembich ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembich, ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronen Huren an Novigrader Hafenarbeiter liefert, mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kian kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Geschrubbte, einwachsen, Klingeöl, Teufelsbewusst, Verzerrung. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher, offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff, auf dem Kian segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Bann 8 einzuschreiben. Quest aktualisiert Katzenschulenausrüstung.
Kletter doch die Leiter hoch, Geralt. Es lohnt sich immer, alles zu looten. Was? Schon hübsch da vorne. Schon hübsch hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Oh, ich sehe gerade die Folge schon wieder zu Ende. Dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.